Kennst du das, wenn du nur an ein Produkt denkst und auf einmal wird dir das überall im Internet vorgeschlagen? Ja, kenne ich sehr gut sogar. Ich krieg ja kaum einen Nagel in die Wand geschlagen, habe aber kürzlich eine Bohrmaschine gekauft und seitdem denkt das Internet, ich sei absolute Hobbyheimwerkerin und ich krieg nur noch solche Sachen angezeigt. Sehr gut. Und schuld sind nur die Kekse. Die Kekse. Die Kekse. Die Kekse, eigentlich Cookies, das ist dieser nervige Banner auf jeder Webseite, der mir die Sicht auf die Inhalte versperrt und möchte, dass ich irgendetwas bestätige. Aber was sind diese Cookies eigentlich? Cookies stellen Informationen über die Verwendung der Webseite zusammen, wie die Identifizierung des Nutzers oder der Nutzerin, die Login-Daten oder der Warenkorb in Online-Shops. Vor allem handelt es sich hierbei um eine Datenentnahme für den Aufbau personalisierter Werbung. Wenn Informationsbedarf ist, dann natürlich landet man bei Google und dann nerven mich die Werbung, die da immer hinterlegt ist. Man muss erstmal runterscrollen, weil da sind Anzeigen, die dann so lanciert werden. Wissen Sie, wie das dazu kommt, dass plötzlich dann so viel Werbung zu dem Thema auch auftaucht? Natürlich, das weiß ich. Also ich bin einer, man wird ja immer gefragt, ob man die Cookies freigibt. Und da bin ich recht freizügig, weil ich das auch nicht kapiere, was ich dann machen muss, um die Werbung auszuschalten. Der Computer merkt sich ja, was ich, wenn ich mich für ein Produkt interessiere, dann kriege ich jede Menge Angebote zu dem Produkt. Den meisten Internetnutzerinnen und Nutzern geht es genau so. Sie bestätigen einfach alle Cookies, ohne die Einstellung zu konfigurieren. Dabei sind fast alle vollständig ablehnbar. Diese Funktion ist gesetzlich vorgeschrieben. Allerdings kennen viele Webseitenbetreiber durchdachte Tricks, um Nutzer und Nutzerinnen zur Annahme zu bewegen. Wenn man nicht möchte, dass eben die ganzen Informationen über das, was man gesucht hat, abgegriffen werden und wieder benutzt werden, muss man tatsächlich in dem Moment, wenn dieses Cookie-Fenster aufploppt, wirklich ein bisschen Geduld mitbringen und dann einmal nicht einfach auf OK gehen, sondern da kann man dann ja wirklich eins zu eins durchgehen, wo will ich das freigeben. Der, bei dem man ablehnt, das ist ja tatsächlich so, das ist aufwendig. Da drückt man erstmal drauf, dann kommt die große Liste an Sachen, bei denen man nochmal genau sagen soll, was man mag und was man nicht mag. Ich habe dann keinen Bock, das im Detail und klick, jawohl, einverstanden. Es hat ja nicht so gravierende Auswirkungen. Das stimmt zum Glück. Bei den Cookies gilt, nicht alle sind automatisch negativ. Manche können Vorteile für uns als Nutzende der Website bringen und manche sind für die technisch ausführbare Verwendung sogar essentiell. Darüber hinaus gibt es aber auch Cookies, die für Marketing- und Werbezwecke angelegt sind, teilweise sogar für Drittanbieter. Diese sollten bestmöglich abgelehnt werden. Cookies sind grundsätzlich ungefährlich. Man sollte jedoch vorsichtig sein, falls unbekannte Webseiten andere Dinge erfragen, die nicht sinnvoll erscheinen, wie die Durchführung eines Downloads, das Aktivieren der Kamera oder des Mikrofons. Hier sollten Sie immer ablehnen. Ansonsten lässt sich das nahezu unbegrenzte Wissen der Suchmaschinen vorteilhaft nutzen. Was googeln Sie als nächstes? So, Roswitha Wahl? Ja. Und Sie haben Ihren eigenen Namen noch nie gegoogelt? Nee. Da sind Sie, gucken Sie mal. Wenn man dann, da habe ich Sie jetzt gegoogelt. Guck und dann. Mal. Da. Toll, ne? Sehen Sie mal, wie viele Fotos da von Ihnen guck sind. Guck mal. Vielleicht sollten Sie sich doch mal googeln.